Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 17.25 Uhr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Kassel-Mitte und Kassel-Ost ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhren 4 Lkw hintereinander die A7 in Richtung Norden. Im Bereich der Baustelle bremsten 3 Lkw verkehrsbedingt ihre Sattelzüge ab. Der vierte nachfolgende Lkw-Fahrer erkannte offensichtlich die Situation viel zu spät und krachte mit dem Fahrerhaus in das vor ihm fahrende Fahrzeug. Durch die enorme Wucht wurden auch die 3 anderen Lkw aufeinander geschoben. Der Unfallfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Berufsfeuerwehr Kassel befreit werden. Ja, unsere Haupttätigkeit war, mit hydraulischem Rettungsgerät diesen Lkw-Fahrer aus seiner Fahrerkabine zu befreien. Und das gestaltete sich sehr schwierig, weil die Fahrzeuge deutlich ineinander verkeilt waren und weil diese Lkws auch sehr stabil gebaut sind. Da kommen wir also schnell an unsere Grenzen und müssen uns da sehr anstrengen, eine Öffnung zu schaffen, um den Mann da rauszuholen. Um eine schnelle ärztliche Hilfe des schwerverletzten Fahrers zu gewährleisten, wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 7 zur Einsatzstelle geflogen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein zweiter am Unfall beteiligter Fahrer wurde ebenfalls verletzt und musste ins Klinikum nach Kassel eingeliefert werden. Aufgrund der sehr aufwendigen Rettungsmaßnahmen und der Landung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn in Richtung Norden komplett gesperrt werden. Viele Pendler versuchten, den Stau durch die Stadt zu umfahren, was im Bereich Platz der Deutschen Einheit zu massiven Problemen führte. Auf der Autobahn staute sich der Verkehr teilweise auf 10 Kilometer. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf rund 200.000 Euro geschätzt. Auch die Straßenmeisterei war im Einsatz und sorgte für die Reinigung der Fahrbahn. Gegen 19.25 Uhr wurde eine Spur für den Verkehr wieder freigegeben. Wann alle Fahrspuren wieder zur Verfügung stehen, konnte die Polizei noch nicht abschätzen.